Bilder mit Visionen. Eine Initiative der Volksbank Pirna. Ihre Bank in der Sächsischen Schweiz. Thomas Gischke, Unternehmer, Stadtrat, Aufsichtsrat, Vereinsvorsitzender. Der 62-Jährige kennt Pirna und in Pirna kennt man ihn. Thomas Gischke mischt sich ein. Seine Stimme hat Gewicht. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass Leute, mit denen ich umgehe, beruflich und privat, dass das, wenn ich schon Freunde, dann aber Leute sind, mit denen man gut auskommt. Ich möchte mit meinen Mandanten gut auskommen, ich möchte mit meinen Mitarbeitern gut auskommen. Ich möchte mit den Leuten, die ich in der Stadt treffe, gut auskommen, ob das die Stadträte sind, ob es die Freunde von Freien Wählern sind oder einfach Mandanten, Freunde. Beruflich ist Thomas Gischke ein Mann der Zahlen. Das Mathematikstudium wurde seinerzeit abgebrochen. In Leipzig studierte er stattdessen Rechnungswesen und Statistik. Der Liebe wegen zog er nach Pirna. 1985 kam Thomas Gischke zur LPG nach Struppen. Betriebswirtschaftler waren auch dort gefragt. Die grundlegenden Dinge der Ökonomie sind nicht so sehr verschieden. So. Bezogen auf die Buchhaltung, soll ist soll und haben ist haben, das war bei den Kommunisten so, das ist heute so. Wenn man aufgepasst hat in der Ökonomie, hatte man schon damals am Ende des Studiums erkannt, dass es eigentlich gar nicht richtig funktionieren kann. Die Theorie war da, die Theorie war gut, die Menschen passten nicht dazu. Die Wende kam und damit der berufliche Neuanfang. Thomas Gischke wagte den Sprung in die Selbstständigkeit. Mit einem Geschäftspartner baute er eine Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf. Heute ist er alleiniger Geschäftsführer und leitet Kanzleien in Pirna, Chemnitz und Frankfurt an der Oder. Seit 25 Jahren schlägt sich Thomas Gischke für seine Mandanten durch den Steuerdschungel. Dass es so sehr kompliziert ist, liegt zum großen Teil nach meiner Meinung daran, dass ein Großteil der Menschen versucht, das bestehende gesetzliche System zu umgehen. Und das muss man, das versucht der Gesetzgeber auszuhebeln, das ist ganz klar. Sonst funktioniert es nicht. Und wenn alle ihre Steuern brav bezahlen würden, keine Schlupflöcher suchen würden und durchweg ehrlich wären, wäre sicher das Steuersystem viel einfacher möglich. Von seiner Erfahrung profitieren viele Partner. Bei der Volksbank Pirna EG leitet Thomas Gischke den Aufsichtsrat. Die Arbeit dort sei von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt. Die Bank ist eine Institution in Pirna und Umgebung geworden. Dort mitwirken zu können und zu sagen, ich habe ein bisschen was dazu beigetragen, das ist schon schön und das schmerzt auch die Zeit nicht, die man dran setzt. Das ist einfach, man hat es ein bisschen mitgestaltet. Nun bin ich weit davon entfernt, anzunehmen, dass der Aufsichtsrat die Bank gestaltet, aber einen kleinen Anteil hat er sich auch. Seit 3 Jahren ist Thomas Gischke Stadtrat. Als Fraktionsvorsitzender der Wählervereinigung Wir für Pirna – Freie Wähler möchte er sich auch in der Kommunalpolitik einbringen. In der Stadt etwas bewegen, das Kita- und Hortangebot verbessern, den Ausbau des Breitbandnetzes voranbringen, neue Verkehrskonzepte. Visionen für sein Pirna hat Thomas Gischke viele. Aber am meisten habe ich unterschätzt den Stadtrat, weil wenn man all das vorbereiten will, was man an Dokumenten kriegt, worüber man zu entscheiden hat, wenn man alle Gespräche führen will, wenn man die Fraktionssitzung ordentlich vorbereiten will, dann hängt da wahnsinnig viel Zeit dran. Und das ist sicherlich vom Grunde her mehr, als man als normaler berufstätiger Mensch leisten kann. Andererseits ist es so, wenn es nicht die machen, die normal arbeiten gehen, dann sitzen nur noch Rentner und Lehrer im Stadtrat und das kann auch nicht richtig sein. Und noch so eine Herzensangelegenheit. Seit 2002 ist Thomas Gischke Vereinsvorsitzender der Kleinkunstbühne Q24. Hier lassen sich Arbeit und Vergnügen am besten miteinander verbinden. Man trifft sich in netter Runde, genießt Konzerte, Lesungen und vieles mehr. Inmitten der Pirna Altstadt. Der Kleinkunstverein ist auf seine 15 Jahre mächtig stolz. Dass wir uns in Pirna neben Tom Pauls behaupten konnten, da waren wir anfangs etwas skeptisch, dass wir gut angenommen werden, dass inzwischen sicherlich in den 15 Jahren über 100.000 Zuschauer da waren, denen es im Regelfall gefallen hat. Wir haben wenig Kritik im Sinne von Kritik als nicht gefallen. Wir haben viel Kritik im Sinne von gut so, macht weiter so. Und ich denke, damit haben wir die Voraussetzung, vielleicht noch 15 Jahre zu schaffen. Familie, Freunde, Enkelkinder und der Drahtesel. Thomas Gischke sucht den sportlichen Ausgleich am liebsten früh am Morgen. Ich versuche, mich viel zu bewegen. Also jeden Tag, wenn es irgendwie geht, von der Arbeit her.
eine Runde Rad zu fahren. Es ist auch hier schön, mal die Elbe hoch, die Elbe runter zu fahren oder über die Berge zu fahren. Man sieht immer so Dinge, die man in der Form noch nicht gesehen hat, ob das früh am Kiessee ist oder ob das früh in Pillnitz ist. Es ist einfach schön und so lange wie es geht, möchte ich mir so erhalten. Thomas Gischke ist kein Mann der halben Sachen. Dinge, die er tut, tut er mit Bedacht. Kontinuität in allen Lebenslagen ist ihm wichtig. Thomas Gischke denkt voraus, soweit es geht. Bei der eigenen Unternehmensnachfolge aber wird es haarig. Ich selbst bin ja Fachberater für Sanierung und Insolvenzberatung. Also ich bin also nicht der Spezialist für Unternehmensnachfolge. Ich habe aber eine Kollegin im Haus, die Grit Salomo, die ist Fachberater für Unternehmensnachfolge. Aber wir haben auch noch keine Lösung gemeinsam gefunden, wie wir es machen könnten. Also die Vorstellung ist nicht die, dass ich bis 80 hier im Büro sitze. Das ist mit Sicherheit nicht so, aber die Vorstellung ist auch nicht die, dass ich sage, ich bin nächstes Jahr hier raus und lasse es alles, wie es ist. Also ich möchte schon, dass wir hier eine Nachfolgeregelung finden, die sollte sein nach Möglichkeit mit einigen von denen, die jetzt da sind, also Berufsträger. Thomas Gischke bleibt also vorerst am Ball. In seiner Kanzlei und erst recht in Pirna.